Was für den einen die Musik ist, für den anderen der Sport. Alles klar, liebe Zuschauer, dann kann es jetzt losgehen. Ja, halli, hallo, hallöchen, meine Fotzi-Bärchen. Einen wunderschönen guten Abend. Pingelingeling, jetzt hat das, das nicht. Bei mir hat das nicht gehört. Nee, bei mir auch nicht. Ja, ja. Geht schon gut los. Ach, wir machen erstmal Pingelingeling. So, ihr hattet euch das ja jetzt habe ich Schluck auf, weißt du? Naja, aber egal. Ihr hattet euch das ja gewünscht, dass der Minister, der alte, klapprige Minister, ich habe Schluck auf, ja, was soll ich machen? Yoga macht, ne? Super Idee. Finde ich grandios. Ganz toll. Wir erinnern uns. Wir machen mal Yoga zusammen. Scheiße, mach ich einmal. Schreibt eine Eins in die Kommentare, wenn ihr sehen wollt, der Gorminister Yoga macht. Ja, richtig, ne? Und wen haben wir denn da heute? Lies mal vor, wen hast du denn da jetzt rausgesucht, wer da hier unsere Yoga-Stunde macht, ne? Wir haben natürlich eine Influencerin genommen. So Maddie Morrison. Ja, ja, Grüße gehen auch an dich und einen sportlichen Pingelingeling. Was machen wir denn? Wir machen die Yoga-Morgen-Routine. Ich finde, das ist 10 nach 11 abends auch genau das Richtige. Oder? Trinken wir viele Bernstein, krieg von Schluck auf. Ich stelle das mal hier einfach ab. So. Nicht von den 100 Gin Tonic, sondern von den... Nein. Und ich würde sagen, sei du doch mal einfach so frei und starte den ganzen Kram. Und ja, wir hören einfach auf die Frau und machen einfach was... Das ist korrekt. Hast du Erfahrung mit Yoga eigentlich? Ein bisschen. Ein wenig. Ich habe noch nie in meinem Leben Yoga. Ich glaube, du hast noch nie in deinem Leben Sport gemacht. Doch, habe ich. Du hast mal Fußball gespielt. Okay, ja. Und Basketball habe ich auch gespielt. Zweimal. Zwei aufregende Tage in deinem Leben. Ja, mach einfach an und dann gucken wir mal, was da so passieren mag. Wir wissen es. Was ist denn hier der Maus? Der Maus und ja. Die sieht ja schon richtig zum Abgewöhnen. Ja, die sieht schon so aus, als wenn sie. Die sieht so aus, als wenn ich will, dass ich Spaß dabei habe. Ja, das wollen wir alle. Hallo. So, jetzt hier auf Position. So. Willkommen zu dieser 10-minütigen Yoga-Stretch-Einheit, die sich ideal dafür eignet, wenn es morgens ein wenig schneller gehen soll. Ja, cool. Diese 10 Minuten sind eine ganz großartige Morgenroutine, aber eignet sich genauso gut für zwischendurch, wenn ihr innerhalb kürzester Zeit euren Körper mobilisieren und dehnen möchtet. Das ist doch was für dich. Ja, mobilisieren und dehnen. Ihr habt zu verlieren, Matte ausgerollt und los geht's. Ich hab ja sowas nicht. Nee. So, warte, was passiert jetzt? Warte, 10 Minuten Yoga-Morning-Stretch. Könnt ihr ja vielleicht auch selber so, vor dem heimischen... So, jetzt muss man sich der Schneidersitz. Oh, da hätten wir weiter runterstellen müssen. Nee, aber sieht man ja so im Ort, wie schwer sie bunt ist. Und hier einen ganz satten und aufrechten Sitz findest. Aufrecht, mein Freund. Ja, ist direkt so. Los. Oh ja, ja. Stell deine Fingerkuppen links und rechts neben dir auf. Atme ein. Heb deinen rechten Arm lang nach oben raus. Rechte. Atme aus. Zieh den rechten Arm rüber zur linken Seite. Linke Hand flach am Boden aufgestellt. Spür die Dehnung in deiner rechten Flanke und schieb den rechten Sitzbeinhöcker mehr Richtung Boden. Was ist denn der Sitzbeinhöcker? Du musst dich dehnen. Atme nochmal tief ein. Nochmal Bewegung. Bitte, du machst es doch. Und aus. Ja, aber wie sieht er dann das aus? Und dann komm zurück zur Mitte und wechsel die Seiten. Atme ein, heb den linken Arm. Atme aus, zieh den linken Arm lang rüber zur rechten Seite, rechte Hand flach am Boden. Ja, was ist jetzt? So. Spür die Dehnung in deiner linken Hand. Oh mein Gott, bist du unbeweglich, das ist ja unglaublich. Was muss ich denn machen? Ich mach's doch gar nicht, was machen? Den Arm über den Kopf, bis nach da hinten. Kannst du deinen Arm weit weg vom linken Ohr? Alter, was ist das? Und atme auch hier nochmal tief ein. Und vielleicht kann man auch mal trinken. Ja, ich scheiße jetzt, ist bei mir da oben. Fuck. Und komm zurück zur Mitte. Was und ist denn? Und find von hier aus in den Vierfüßlerstand. Auf vier Füßen? Auf vier Füßen? Auf alle vier. Und deine Hüfte aus. Sieht man was? Nein. Gut. Atme ein, komm ins geführte Hohlkreuz, nimm die Schultern zurück. Atme aus, komm in den Katzenbuckel, runde den Rücken, zieh den
den Nabel ran. Noch zweimal so. Einatmen, hohe Kreuz, hinterher. Ausatmen, mach dich ganz rund. Das geht viel zu schnell. Unter dir weg. Das sind doch einfach normale Bewegungen. Einatmen, und ausatmen, maximal rund werden, den Nabel einsaugen. Jetzt wieder hier so hoch. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerade Rücken. Um die Wade etwas zu dehnen, stell nun deinen rechten Fuß nach hinten auf und schieb deine rechte Ferse nach hinten und unten. Oh. Lass die Hüftknochen auf einer Linie ausgerichtet, dein Bauch ist aktiv. Ja, mein Bauch ist immer aktiv, Digga. Und aus. So, und dann wechsel die Seiten. Stell den linken Fuß nach hinten auf und schieb ganz aktiv die linke Ferse nach hinten und unten Richtung Boden und nimm die Dehnung wahr. Ganz schlappen, ey. Ja, was? Ganz schlappen, ey. Komm du mal bei mir vorbei, ey. Das wäre super. Mit Jan Schlappen würde ich gerne mal saufen. Sehr gut. Säuft ihr? Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Okay. Bring die Knie mattenbereit. Lass dein Becken jetzt ganz stabil über den Knien ausgerichtet. Und dann wandere deine Hände nach vorn, während du deinen Oberkörper zum Boden sinken lässt und deine Stirn ablegst. Zwei Atemzüge mit diesem angenehmen Herzöffner, der vor allem deine Schultern und deinen oberen Rücken dehnt und mobilisiert. Das sieht bei mir ganz anders aus. Ich muss die Arme lang machen, du hast die Knie aus. Oh mein Gott. Nochmal ein und aus. Dann löst das Ganze allmählich wieder auf. Wandere zurück in die Ausgangsposition, in den Vierfüßler. Stipp die Füße um und schieb dich in den herabschauenden Hund. Was ist denn herabschauender Hund? Wieso? Und schenk dir auch hier nochmal ganz tiefen Atemzug ein und aus. Du bringst auch deinen rechten Fuß nach vorn zwischen die Hände, linkes Knie, linken Fußrücken erden. Atme ein, gib die Arme über den Fuß. Der Fuß zwischen den Fuß. Atme aus. Lass dich nicht. Achso, jetzt kommt hier. Rechte Ferse und linkes Knie ziehen energetisch zueinander. Was? Der Nabel zieht ran. Der Nabel zieht immer ran. Dann bring die rechte Hand auf deinen rechten Oberschenkel. Mhm. Atme ein, zieh den linken Arm höher, lehn dich leicht zurück. Was? Und mit der Ausatmung zieh den linken Arm mehr rüber zur rechten Seite. Spür die intensive Dehnung in deiner linken Seite. Aber vor allem in deinem linken Hüftbeuger. Ich spüre nur Versagen. Nächste Einatmung, komm zurück zur Mitte, beide Arme heben. Und mit der Ausatmung bring die Fingerkuppen zum Boden und setz dich nach hinten auf deine linke Ferse. Rechtes Bein bleibt gestreckt. Da drauf sollst du ein hier. Doch nicht so! Gestreckt lang. So. Und mit der Ausatmung wandere mit deinen Fingern nach vorn und lass deinen Oberkörper tiefer Richtung Boden sinken. Flex deinen rechten Fuß, nimm die rechte Hüfte mehr zurück und spür die Dehnung in deiner kompletten rechten Beinrückseite. Warum? Ich habe bevor. Zurück in deinen Ausfallschritt, stütz deinen linken Fuß um und mit der Ausatmung tritt zurück in den herabschauenden Hund. Ganz kleines, aber feines Vinyasa. Einer voll nach vorn, schiefe Ebene. Was? Schiefe Ebene? Was guckst du denn so an? Wer soll das denn machen? Ein kleiner Kobra, langer Nacken. Was? Kobra? Oh. Was? Ich hab wirklich voll raus. Aus. Herabschauen. Was? Ich mach das viel zu schnell. So, deinen linken Fuß nach vorn zwischen die Hände, rechtes Knie und rechten Fußrücken erden. Einatmen, richte dich auf, Arme über die Seiten heben und ausatmen, setz dich tief und wo bist du? Nee, man muss eigentlich aber saufen. Dein Nabel zieht nach innen und oben und
und die Schultern sind ganz entspannt. Ja, gleich, jetzt bin ich auch entspannt. Bring die linke Hand auf deinen linken Oberschenkel. Links. Atme ein, zieh den rechten Arm höher, lehn dich leicht zurück. Und mit der Ausatmung zieh die rechte Hand mehr rüber zur linken Seite. Achso, ich glaube, du machst jetzt gerade was ganz anderes. Unglaubliche Dehnung. Wie geht das hier? In der rechten Körperhälfte. Falsch auf Fuß. So. Nein, den hatten wir gerade schon. Scheiße. Die nächsten Einatmung, beide Arme wieder heben. Ausatmen, Hände zum Boden. Setz dich nach hinten auf deine rechte Ferse. Linkes Bein bleibt gestreckt. Atme ein hier, mach den Rücken lang. So. Dein Brustbein. Was? Wie? Atme aus. So? Deine Finger nach vorne. Und lass deinen Oberkörper tiefer Richtung Boden sinken. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wie tief du in diese Dehnung kommst. Wichtig ist, dass du mit deiner Aufmerksamkeit bei dir bleibst. Du machst nicht ansatzweise das, was du willst. Ja, aber es sieht fast so aus, wie was macht man denn da jetzt? Ich habe keine Ahnung, was muss ich mich hier so rum? In diesen Einatmen. Kommt zurück in den Ausfallschritt, linkes Bein beugen, rechten Fuß umstülpen. Was? Und mit der Ausatmung tritt in den Halbschritt. Ja, da komme ich wieder mit. Sehr gut. So, was scheiße. Nächste Einatmung, nach vorne, schiefe Ebene. Ja. Oh, schiefe Ebene. Ausatmung, was sind die schiefe über Ebene? Deine was? Variante in Bauchlage. Ach, das ist hier. Die Cobra. Die Swings stellen nun die Unterarme auf. So dass sich deine Schultern über den Ellbogen befinden. Fußrücken. Aktiv in den Fuß. Du musst dich lang machen. Ach so. Und dann schieb von hier aus dein Herz nach vorne und oben. Mein Herz? Während du deine Hände vom Gefühl. Ich spüre die ganze Zeit nur meinen Pimmel. Spür die Dehnung in der gesamten Vorderseite deines Körpers. Da spüre ich Dehnung tatsächlich. Wo? Ja, jetzt hier im Rücken. Ja, so sportlich wie du bist, müssen wir morgen wahrscheinlich. Und mit der Ausatmung lösen. Bring die Stirn zum Boden. Hände unter die Schultern aufgestellt. Von hier ab, schieb dich zurück in die Haltung des Kindes. Was sind das? Arme lang nach hinten, neben dem Körper ausgestreckt. Was? Atme tief ein. Ich ein Werbenflashback. Und dann richte dich von hier auf in den Fersensitz. Das ist der Fersensitz. Und lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter fallen. Wenn du magst, lass die Augen geschlossen. Da war der Messer, der war sehr knack. Die Dehnung im Hals- und Nackenbereich. Ach so. Auf der linken Seite. Dann roll dein Kopf über vorne, rüber nach links. Ja. Dein linkes Ohr fällt zur linken Schulter. Rolli. Spür die Dehnung. Im Hals- Füße machst du überhaupt nicht das, was die Frau da sagt? Was? Die sagt hier Rolli machen. Nein, doch. Was? Oh, meine Fersen tun weh. Aua. Atme ein, heb die Arme über die Seiten kraftvoll nach oben. Ich mach jetzt einfach den Kran senk den Blick. Und bedanke dich bei dir selbst. Danke. Für diesen wunderschönen und achtsamen. Danke für diesen wunderschönen was? Dass du das schön gemacht hast. Danke, ich habe das eigentlich aber scheiße gemacht. Soll ich was ganz cool? Das war's schon? Das waren 10 Minuten? Das ging ja voll schnell. Ja, jetzt, ja. Easy. So, jetzt wir haben Yoga gemacht, liebe Freunde. So. Also ich habe Yoga gemacht. Ihr wolltet das sehen. Ich habe keine Ahnung von Yoga. Schreibt eine 1 in die Kommentare, wenn wir mal Step-Aerobic machen sollen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das wird richtig witzig. Ich glaube nicht, dass das witzig ist. Wer gerne flache und schreibt eine 2 in die Kommentare, wenn ihr regelmäßig Sportvideos von uns sehen wollt. Ich finde das total lustig. Doch, ich finde das sehr. Schreibt eine 2, dann machen wir das ganz regelmäßig. Nein, ich finde, das war jetzt genug. Ihr habt bekommen, was ihr wolltet. Ihr konntet die Regie auch sehen. Wie sie vielleicht so ein bisschen sexy Posen gemacht hat, Yoga. Nee, sexy ne? War das nicht, ey. Männer, die in Yoga-Kurse gehen, die wollen ja immer nur die hier, ne? Nee, ich glaube, es gibt. Egal. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Männer, die in Yoga-Kurse gehen, um Yoga zu machen. Echt? Ja. Also kriegen auch so Marketing und sowas. Ist ja nicht schlimm. Ist ganz schlimm. Ja, nee, wir können jetzt auf jeden Fall das Ganze hier beenden. Jetzt habt ihr das auch gesehen, könnt ihr abschalten, ne? Abschalten, das war fürchterlich.